Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir mal im zweiten Action-Haul einmal ein paar Bastelsachen zeigen, die ich mir in den letzten Tagen gekauft habe. Denn wie du vielleicht bei den ein oder anderen YouTubern schon festgestellt hast, haut im Moment Action sehr viele Bastelsachen auf einmal raus. Und wenn dich so ein Video interessiert, dann bleib einfach dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Letzte Woche habe ich beim Action zum ersten Mal das schwarze neue Farbkartonpapier entdeckt. So ein Papierblock kostet 94 Cent und enthalten sind in A4 20 Blatt und jedes schwarze Blatt hat eine Grammatur von 150 Gramm. Das ist sozusagen für diese Chalk-Technik gedacht, also für diese Kreidetechnik, aber ich finde, das Papier fühlt sich so gut an, dass du das auch für Kartenhintergründe, für Verpackungshintergründe oder auch für Mini-Albenseiten verwenden kannst. Ich werde das Ganze für ein Mini-Album benutzen und wenn das Mini-Album dann fertig ist, zeige ich dir das natürlich auch wieder in einem Craft-Update. Dann habe ich mir einmal zwei verschiedene von diesen Malglitzerblöcken gekauft. Diese sind einmal 21 x 21 cm groß, enthalten sind einmal 24 Blatt und ihr könnt halt mit euren Alkoholstiften dann diese Motive, die hier drin sind, ausmalen. Ich habe aber gehört von einer ganz guten Bekannten, dass die Farbe ganz schnell auch über der Ränder verläuft. Ich habe das Ganze noch nicht getestet. Ich werde mit diesen Blöcken auch ein paar andere Dinge gestalten. Wenn ich da das eine oder andere fertig habe, dann werde ich da mit Sicherheit auch wieder ein Craft-Update zu machen, um euch dann die fertigen Produkte zu zeigen. Ein Block hat 1,59 gekostet und ich werde euch jetzt einmal beide Blöcke von innen zeigen. Dann habe ich euch ja in meinem ersten Haul schon diesen Designpapierblock vorgestellt. Der ist so circa 15 x 15 cm, also 6 x 6 Inch. Dieser kostet einmal 94 Cent. Und weil dieser mir so besonders gut gefiel und ich damit ja auch meine Karte gestaltet habe, die am Sonntag dann online gehen wird, habe ich mir gedacht, möchte ich noch einen zweiten Papierblock mir kaufen, da ich nämlich auch mit diesem Block sozusagen ein kleines Album gestalten wollte, wo dann die Fotos von meiner Katze reinkommen. Dann wurde ich von einer ganz lieben Bekannten aufmerksam gemacht, dass in dieser Büroabteilung es neue Notizblockwürfel gibt in den verschiedensten Farben. Ich habe jetzt hier so einen lila Ton mitgenommen und dieser kostet einmal 79 Cent. Wer mich kennt, weiß, dass ich Schleifenbänder liebe. Ich binde fast eigentlich immer und überall eine Schleife und klebe diese irgendwo drauf oder wickel diese um irgendwas drumherum. Und da mir dieser ja helle Türkis hellblau Ton so gut gefiel, habe ich dann diese Rolle Schleifenband einmal für 84 Cent mitgenommen. Dann gibt es schon etwas länger in der Bastelabteilung diese Organza-Schleifenbänder-Sets. Da gibt es, soweit ich das weiß, noch eine weitere Farbkombination. Mir gefällt die weiße und die blaue am besten. Bei der grünen mag ich den mittleren Farbton nicht so gerne. Aber für 54 Cent pro Päckchen finde ich das völlig in Ordnung. Und auch diese benutze ich immer wieder sehr gerne. Wenn ihr auch so gerne Geschenke einpackt und diese mal ein wenig verschönern möchtet, findet ihr in der Geschenkpapierabteilung diese Sets hier. Das ist so Art, ich weiß nicht, Papier, Bast, Garn, irgendwie sowas. Und dann hat man hier so eine schöne
Organza-Blüte, die man dann noch mit aufs Geschenk aufkleben kann. Aber ich finde, diese kann man auch auf eine große Explosion-Box aufkleben. Das geht auch. Ich werde auch das Garn mal benutzen für ein Bastelprojekt. Und da gibt es auch verschiedene Farbkombinationen und jedes Set kostet einmal 65 Cent. Für meinen Kartenvorrat habe ich jetzt auch mal wieder ein paar quadratische Karten mitgenommen. Ihr könnt diese Karten natürlich auch einfach zerschneiden, um das Papier zu verwenden. Ihr könnt aus diesen Kartensets aber auch Mini-Alben gestalten. Da gibt es ja auch schon Videos ohne Ende auf YouTube zu. Oder diese halt für eure Karten benutzen, die ihr dann basteln möchtet. Und ich habe einmal die Karten in 13x13 cm mitgenommen und einmal das Set in 15x15. Und jedes Set kostet einmal 64 Cent. Vielleicht habt ihr auch schon in der Bastelabteilung diese Pappmaché-Boxen gefunden. Die sind ja ganz normal in einem Weiß gehalten, sodass man die auch dekorieren kann. Und da gibt es auch ein paar andere Varianten noch. Ich glaube, die sind immer in einem Dreier-Set verpackt gewesen. Ein so ein Set kostet 1,54 € und ich habe mich einmal für die quadratischen und einmal für die rechteckigen entschieden. Die größte quadratische Box, also hier der Boden, ist einmal ca. 11,2 x 11,2 cm und bei der rechteckigen Box vom Unterteil ist es einmal 11,2 mal ca. 9,2 cm, sodass ihr eine Vorstellung von der Größengröße dieser beiden Varianten habt. Bestimmt habt ihr schon in mehreren Videos jetzt auch ganz neu diese Blattgoldfolien euch ansehen können. Diese gibt es einmal in drei Farben: Silber, Gold und Kupfer. Enthalten sind einmal sechs Blatt in 14x14 cm. Das ist halt ganz hauchdünnes Blattgold, was ihr auf eure Projekte mit Kleber auftragen könnt. Ich habe sowas noch nicht ausprobiert, deswegen ist es auch ganz neu für mich. Aber man zahlt pro Farbe für ein Set 64 Cent. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich das Ganze einfach mal einmal mit. In meinem ersten Haul habe ich euch ja auch schon diese Glitzerfolienrollen gezeigt. Hier habe ich jetzt noch mal ein paar andere Farben bekommen können. Eine habe ich mir auch mit einem Muster mitgenommen, wo ich die Pappmaché-Boxen am liebsten mit dekorieren möchte. Und auch hier habe ich wieder feine Glitzerstruktur und einmal grobe Glitzerstruktur. Und dann zeige ich dir einmal die Rollen von nah. Und soweit ich das weiß, sollen auf jeder Rolle 1,40 Meter drauf sein. Und die Rollen sind einmal 25 cm breit. Und jede Rolle kostet einmal 56 Cent. Dann gibt es schon etwas länger in der Abteilung, wo ihr Notizbücher finden könnt, diese Art Traveler Notebooks Bücher. Ich liebe solche Bücher und deswegen habe ich mir auch von jedem Design eins mitgenommen. Ein Buch kostet 1,19 €, ist ca. 17 cm mal 12 cm groß, wird mit so einem Gummiband verschlossen. Und von innen sind die nicht alle schwarz. Manche Bücher sind auch blau, wie dieses. Das ist so rötlich von innen und das Schwarze hier ist natürlich dann auch wieder schwarz. Und von innen sind alle gleich. Hier hat man einen Umschlag, wo man was reinstecken kann. Dann hat man hier diese Notizbücher drin. Eins kariert, eins liniert und hinten am Ende hat man noch mal eine Einstecktasche. Und ihr könnt natürlich auch später euch neue Bücher dann hier reintun, wenn diese dann halt verbraucht sind. Dann gab es letzte Woche in der Werbung einmal diese Notizbücher. Die sind alle einfarbig gestaltet worden. Ich habe mich für dieses pastellige sommerliche Set entschieden. Es gab aber noch ein weiteres Set. Ich glaube, jedes Set hatte 1,14 € gekostet. Und diese Bücher sind von innen alle einmal liniert und an der Seite sind die einmal alle vernäht worden. Und jedes Buch ist einmal ca. 14,7 mal 10,5 cm groß. Vor ein paar Wochen gab es in der Werbung diese Plannersticker-Bücher und ein so ein Buch ist einmal ca. 20 mal 13 cm.
Und der Werbepreis, meine ich, war 72 oder 74 Cent. Diese Bücher findest du aber aktuell immer noch in der Notizbuchabteilung, sodass du dir diese kaufen kannst. Und ich blätter dann einfach mal jedes für sich durch, sodass du einmal die Motive siehst. Dann gibt es jetzt ganz neu für die Stanzmaschinen wieder so neue Sets, die es auch letztes Jahr schon gab. Die Chalkfolie, die habe ich noch hier, deswegen brauche ich die nicht. Es gibt so ein neues schönes Glitzerpapierset mit 10 Bögen. Dann einmal das gleiche nochmal in etwas kräftigeren Farben. Dann gibt es auch so Metallic-Sheetbögen. Die sind aber hier nicht ganz so gut bei mir verarbeitet. Ich glaube, da gibt es auch noch ein anderes Set. Das zeige ich euch gleich aber einmal auf der Rückseite. Dann gibt es dieses wunderschöne Set mit den Holzmusterungen in diesem Farbton und das einmal in diesem Farbton. Und dann zeige ich euch einmal auf der Rückseite, dass es auch noch dieses Chalk-Set gibt wie vom letzten Jahr und einmal Metallic-Folien in diesen drei Farben. Und jedes Set hat einmal 1,12 € gekostet. Bei den mit der Holzmaserung sind einmal 15 Blatt enthalten, bei den Metallic-Folien einmal 20 und bei den Glitzerpapieren einmal 10. Und dann werde ich euch jetzt einmal jedes Paket auspacken, damit ihr euch eine bessere Vorstellung von den Farben her machen könnt. Bei diesem Set hier mit den Folien habt ihr einmal 20 Folien enthalten in den drei Farben Silber, Kupfer und Gold. Und bei der goldenen sieht man hier schon so eine Art Dreck drauf, würde ich mal behaupten. Vielleicht sieht man das nach dem Stanzen nicht mehr. Auf jeden Fall gefällt mir dieses Set nicht so gut. Und diese Folien sind auch immer in der Größe A5. Die sind auch recht dünn und von der Rückseite sind die dann immer selbstklebend, sodass ihr das Ganze auch direkt irgendwo aufkleben könnt. In diesem Glitzerfolien-Set hier mit diesen grellen Farben sind ja immer 10 Folien enthalten, sprich 5 Designs, jeweils 2 Blatt. Und wie ihr hier draußen erkennen könnt, ist gar kein Grünton mit dabei. Das Gelb ist eher für mich ein schönes Gold. Der Braunton ist ein schöner Kupferton. Das Grellste, was hier drin ist, ist der Pinkton, wobei ich das noch völlig in Ordnung finde. Auch dieser Blau und dieser Art Türkiston ist wirklich sehr schön. Und wenn ich hier über das Glitzerpapier drüber gehe, dann seht ihr, geht auch nichts ab und das ist wirklich von Vorteil. Dieses Set hier mit den Glitzerfolien ist, glaube ich, so das beliebteste. Sowas gab es auch wirklich noch nicht. Hat man eine sehr schöne Farbkombination, nämlich einen Braunton. Das ist mehr ein Gold, wo mehr das Gelb heraussticht. Ein Schwarz-Grau, also ein Anthrazit. Das hier hinten, finde ich, ist kein wirkliches Braun, sondern wirklich eher ein Burgunderton. Und das zum Schluss, das ist ein Schwarz. Und auch hier geht der Glitzer wieder nicht ab. Und wie ich das so erkennen kann, sind diese drei Farben hier vorne etwas grober vom Glitzer her und die letzten beiden etwas feiner. Bei diesem Folienset sind einmal 15 von den Folien enthalten. Einmal in so einem kräftigen Grünton, einmal in einem Weißton. Das ist eher so ein, ja, rosa Kirschton. Dann ein schönes helles Blau und ein Blau-Grau, würde ich eher behaupten. Auch dieses Set gefällt mir hier besonders gut.
Dieses Holzfolien-Set, wo auch wieder 15 Folien enthalten sind, ist mein persönlicher Favorit von den Folien, denn diese sind vom Muster her wunderschön. Ich kann mir hier wirklich auch vorstellen, diese Folien auch mal in ein Mini-Album reinzukleben oder für männliche Projekte zu verwenden. Und auch hier finde ich, wie gesagt, diese Muster und auch die Farbkombination von allen 5 Folien traumhaft schön. Dann habe ich mir natürlich auch diesen Metallic Watercolor Malkasten gekauft für 1,16 €. Ich habe für mein Kartenprojekt, was am Sonntag online kommen wird, einmal die Farbe in Silber verwendet. Ich persönlich hätte mir noch einen weißen Glitzerfarbton gewünscht, anstatt vielleicht diesen Pinkton oder das Light Pink, wobei ich finde, dass man das für diesen Preis völlig akzeptieren könnte und auch der Preis mehr als unschlagbar ist. Letzte Woche habe ich diese Artist Fineliner einmal entdeckt. Es sind in dem Set einmal 8 Stück enthalten. Das ganze Set kostet einmal 2,16 € und wie ihr erkennen könnt, haben die Stifte verschiedene Strichbreiten sozusagen und ich werde euch gleich einmal das Ganze auf ein Papier aufmalen. In dem Set enthalten habt ihr einmal einen Fineliner-Stift in 0,03 mm, 0,05 mm, dann einmal 0,1 mm und das ist immer so mein liebster Stift, den ich verwende, dann 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8, dann 1,0 und zum Schluss, das ist ein Pinselstift in 2,0 für die, die vielleicht Handlettering machen. Und wir werden diese Stifte jetzt einmal zusammen testen, indem ich einfach ein paar Striche aufmale. Ich habe gehört, dass die Stifte nicht ganz so tief schwarz malen sollen. Bei dem Hallo, also bei dem 2,0er mit der Pinselspitze, da finde ich, sieht man das extrem, dass es nicht so ein tiefes Schwarz ist. Bei den anderen Stiften, finde ich, sieht man das eher weniger. Wenn man jetzt aber dann einfach mit dem Stift ein paar Mal über die Stelle geht, dann wird das natürlich auch umso dunkler. Ich finde die dünneren persönlich etwas schöner von der Spitze her und vom Auftrag her. Aber das Ganze ist natürlich eine Geschmackssache, denn ich nehme die Stifte immer, um irgendwelche Linien auf meinem Papier aufzumalen oder irgendwelche Striche. Und von daher ist es völlig in Ordnung. Und für den Preis finde ich 8 Stifte absolut top. Also wenn ihr diese noch nicht zu Hause habt und auch solche Fineliner sucht, probiert die einfach mal aus. Ich hoffe, dir hat mein heutiger Action Haul gefallen. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer sehr über einen Daumen hoch von dir. Vielleicht hast du Lust, mir unten in die Kommentare reinzuschreiben, was du aus diesem Video auch am Bastelmaterial zu Hause hast und was du damit vielleicht schon alles Schönes gebastelt hast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir dann jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, weiterhin viel Spaß beim Basteln und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!